Yes. Okay, looks like we're live, Leah. Can you check? I can't see us. Ich sehe uns nicht, aber es heißt, wir seien live. Sind wir live oder sind wir nicht live? Das ist hier die Gretchenfrage. Ich schau mal auch auf der Seite. Noch einmal. Doch, Siehst du uns? ja, Ja. ich sehe uns leer. Sehr gut. Also, hallo. Ja, wir sind heute bei Lea. Ich bin Lea und das ist Shelia. Hallo. Genau. Und es geht um ein wunderbares Projekt, das schon ganz, ganz bald das Licht der Welt erblickt. Und es ist ein Buch. Und dieses Buch, das heißt, und dann war es leicht. Darin haben 20 wunderbare Frauen ihre Transformation beschrieben, ihre Geschichte, ihre Aha-Momente. Und berührendst erzählen sie, wie ihr Leben leichter wurde. Und damit du so ein Gefühl dafür bekommst, werden wir für 20 Tage ab heute um 20 Uhr für circa 20 Minuten mit dir hier verbringen und all diese Frauen vorstellen und schon so ein Vorgeschmack darauf geben, wie denn diese Texte sind. Und bevor wir heute mit mir beginnen, wird Shelia euch noch erzählen, wie wir denn überhaupt auf die Idee gekommen sind, dieses Buch zu schreiben mit wundervollen Menschen zusammen. Danke, Lea, für diese schöne Einführung. Also, Lea und ich sind in 2020 zusammengekommen mit einem ganz anderen Projekt, Mein geheimes Leben. Und was wir festgestellt haben während dieses Projektes war, dass es kaum was Impactvolleres gibt, also Wirkungsvolleres gibt als diese transformativen Geschichten. Und auch in unseren Coaching-Ausbildungen haben wir am Ende von den 9 Monaten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen reflektieren lassen, wo sie vorher stand, bevor sie zu diesem Verständnis gekommen sind, was sie gesehen haben, wie sich ihr Leben danach verändert hat. Und immer war diese Geschichte eine Geschichte von eine Übergang von der Schwere in die Leichtigkeit. Jeder Mensch, bei jedem Mensch wurde ihr Leben leichter. Und wir haben Tränen gegossen, wenn sie diese vorgelesen haben in der Ausbildung als Teil des gesamten Ablaufes. Und Lea und ich waren, ich glaube, es war letzten Sommer, wenn ich mich nicht täusche, Lea, so Juni rum in Italien. Und Lea und ich haben wie die alten Nonnas gemacht. Wir waren im Wasser und sind herumgegangen, nur bis zur Hüfte, mit den Händen auf den Hüften. Und wir haben uns überlegt, was richtig cool wäre für den kommenden Durchgang von der Ausbildung. Und wir haben gesagt, wäre das nicht so schön, wenn wir ein Buch gemeinsam schreiben, dass jede dieser Geschichten von diesen Menschen, die kommen in die Ausbildung, dass sie festgehalten wird, dass sie nicht nur intern bei uns bleibt, sondern wirklich in die Welt hinausgeht und somit die Chance erhöht, dass andere für sich was sehen, wodurch ihr Leben leichter werden könnte. Und so ist die Idee geboren und einige verrückten Zufälle, also auf Englisch würde man sagen, serendipitous moments, sind genau danach geschehen. Zum Beispiel, dass wir unseren wunderbaren Buchcoach Saskia Asavita Schulte bekommen haben, und wir einfach ganz flüssig in diesen Prozess des Schreibens gekommen sind, alle 20 Frauen in dem Fall, gemeinsam.
Genau. Und es sind nicht nur die Frauen, die bei uns in der Ausbildung waren, sondern auch schon Kolleginnen, Freundinnen, die dann noch dazugekommen sind, die Lust hatten, ihre Geschichte mit der Welt zu teilen, mit euch da draußen zu teilen, um so tatsächlich dieses Beste, was wir jemals gelernt haben, zu verbreiten und aber auch so wirklich das Hoffnungsvolle wieder, ja, wie öffentlicher zu machen, sodass es nicht so in diesem kleinen Kreis, wo wir uns alle bewegen, bleibt. Genau. Und es natürlich, wie bei all diesen Geburten, gab es für alle Hochs und Tiefs, und Shelley hat ganz lang an ihrem Text rumgeschrieben, und ich war unglaublich emotional, als ich meinen Text bearbeitet habe, weil da wirklich nochmal so zurück in diese Zeit, in der es dunkel war, auch immer wieder für mich. Und so passieren ganz viele Prozesse auch während dieser Arbeit. Und wir waren tatsächlich unglaublich wunderbar, liebevollst begleitet von Saskia, die dann morgen am Start sein wird. Genau. Ja, und jetzt wird Celia mich vorstellen. Also machen wir Und wollen wir die Buchklappe ah zuerst ja, lesen? genau, Entschuldigung, die Dann Buchklappe, ja. würde ich mal schauen, dass ich das mit dir teilen kann. Moment, ich muss es irgendwie hier abrufen. Und zwar, ich habe so viele Fenster gerade auf. So, jetzt. Kannst du das sehen, Lia? Ja. So, jetzt. Wir zeigen das zum ersten Mal Wow. der Welt, glaube ich, ist heute echt so Premiere. Ja. Und dann war es leicht, genau, wie 20 Menschen Lebensfreude und inneren Frieden wiederfanden und wie auch du leichter leben kannst. Und ich glaube, dieses Du da draußen, hier und jetzt, es ist für alle möglich. Und das ist irgendwo auch immer wieder unsere Botschaft. Nicht nur Lea Special, Shelia Special, 20 Menschen, sondern für alle. Genau. Willst du den ersten Teil lesen, Shelia, und ich mache Ja, den Schluss? sehr gerne. Also wir brauchen mehr gute Nachrichten. Dieses Buch hat 20 davon. Hey du, ja du, suchst du mehr Leichtigkeit im Leben? Wünschst du dir endlich inneren Frieden und Gelassenheit? Ist dir die Lebensfreude abhanden gekommen? Hast du schon viel an dir gearbeitet, doch die alten Gefühle und Gewohnheiten holen dich immer wieder ein? Hast du versucht, dich zu verstehen oder zu heilen und bist doch nie wirklich bei dir angekommen? Irgendetwas fehlt immer noch? Weißt du was? Du bist nicht allein damit. Die 20 Menschen, die dieses Buch geschrieben haben, verstehen dich so gut. Denn auch ihr Leben war einst sehr schwer und Leichtigkeit schien etwas zu sein, das sie irgendwann auf dem Weg zum Erwachsenensein verloren haben. Du Liebe, mein Augenlicht ist einfach nicht mehr ganz so gut Ich wie mache es weiter. Soll ich weiterlesen? deines. Ja. In ihren wahren Geschichten erzählen sie davon, wie sich ihr Leben zum Guten veränderte. Manchmal schrittweise, manchmal mit einem großen Knall. Und welche Erkenntnisse dazu führten. Erkenntnisse, die so tiefgreifend sind, dass sie auch dein Leben verändern können. Weiter? Okay. Vielleicht ist es ja leichter als gedacht, Lebensfreude und inneren Frieden wiederzufinden. Mit Beiträgen von Susanne Vanessa R., Christa Beckers, Lisa Berner, Sandra Liane Braun, Virginia Olivia Kalonder, Silvia Kittil, Antonietta D'Angelo, Trisha Grund, Andrea Hecki,
Beatrice Hecki, Dorit Heck, Elisabeth Löffelard, Bettina Ricarda Rahm, Anita Schrackmann, Saskia Savita Schulte, Shalia Stevens, Martha Treter, Lea Wernli, Clara Willeneck und Kerstin Wolf. Und am 1. Juli kannst du dir dieses wunderbare Buch kaufen. Absolut. Machen wir die Freigabe aus und wieder zurück. Lea, soll ich dich mal kurz vorstellen jetzt? Ja. Also, ich werde das vorlesen, wie es im Buch steht, weil wir nutzen diese Videos später geschnitten in eine Form auf Amazon, auf dem Autorenprofil. Und here we go. Ready to go, Lea? Lea Wernli ist Coach und Mentorin. Sie sieht schlecht und hört dafür umso besser zu. Nach einer tiefen Einsicht über das Menschsein hat sie sich wieder ins Leben verliebt und begleitet ihre Kundinnen liebevoll, aber auch mal streng oder mit ein paar ordentlichen Flüchen zu ihrer wahren Natur. Heute ist sie nur noch süchtig nach guten Geschichten und Kaffee. Ja, vielen Dank. Also, ich werde euch mitnehmen in meine Geschichte. Ich werde natürlich nicht alles verraten, aber ich habe mich dafür entschieden, den ersten Teil mit dir heute zu teilen. Nichts war mehr wie vorher. Hey, du. Ja, genau du. Vielleicht weiß ich, wie du dich fühlst. Meine Güte, wie sehr habe ich mich geschämt. Ich habe mich unglaublich geschämt dafür, dass ich dieses wunderbare Leben, das ich hatte, nicht genießen konnte. Ich war immer wieder überfordert, angespannt, tief in meinen Geschichten über Vergangenheit, über Schuld und Scham verstrickt. Ich hatte einen wunderbaren Mann, zwei gesunde, großartige Jungs und gute Jobs. Dennoch suchten mich die Gefühle der Überforderung und der Wut heim. Ich dachte, ich sei eine schlechte Mutter, eine schlechte Ehefrau und dass ich als Tochter und Freundin einfach nichts taugte. Wenn die Gefühle zu stark wurden, habe ich zu viel. Nicht nur ein wenig zu viel, sondern viel zu viel. Ich habe zu viel gegessen, zu viel gekauft, zu viel geredet, gestritten oder nach Aufmerksamkeit im Außen gelechzt. Manchmal habe ich auch getrunken. Es war nicht täglich, nicht oft. Aber es gab diese Stimme in mir, die sagte, ich darf das jetzt. Mit Freundinnen feiern, sehen, gesehen werden. Ich darf mir das jetzt gönnen. Der Alltag ist anstrengend genug. Und dann wurden manchmal aus einem Glas zwei und dann drei. Das Gespräch war spannend zuerst und die Tanzfläche verlockend. Aber ich konnte nicht nach Hause gehen, als es am schönsten war. Ich blieb. Aus einem Glas wurden viel zu viele. Und dann lag ich später im Bett und habe mich ganz tief geschämt. Nach solchen Nächten konnte ich nicht verstehen, wie ich immer wieder entgegen all meinen Werten handelte. Am nächsten Tag packte ich wieder Schuld und Scham obendrauf. Ich verurteilte mich für all die Dinge, die ich gesagt oder getan hatte, wollte im Erdboden verschwinden. Oh Gott, ich habe alles probiert, um das zu ändern. Ich war in Therapie. Ich habe meine Vergangenheit durchleuchtet, analysiert, habe mit Energien und vergangenen Leben gearbeitet. Körperlich, mental, psychisch, physisch
Und ich dachte immer, es kann doch nicht sein, dass es für mich keine Lösung gibt. Ich fühlte mich gebrochen, immer wieder oder zumindest angeknackst. Ich habe meine Risse bepinselt und dann golden bemalt und dann wieder aufgerissen und wieder zusammengeklebt. Und immer blieb ein kleines, schales Gefühl zurück. Mit der Zeit besserten sich zwar meine Dämonen, sie zeigten sich seltener. Und manche dieser Dinge halfen auch. Aber ich schaute immer über meine Schulter zurück. Ich war immer diese eine Portion extra achtsam. Immer ein Stück angestrengt. Ich sehe dich. Ich spüre dich. Du versuchst alles. Du gibst nicht auf. Und doch wirst du müde. Und dann geschieht es erneut. Dann passiert es wieder. Der Dämon steht hinter dir und zack, du bist ausgeliefert. Du kannst dich nicht wehren. Es fühlt sich so verdammt echt und real an. Der Druck ist so groß. Und dann sagst du dir, ach komm, das eine Glas, die paar Schuhe oder die Chips. Es kommt sowieso nicht mehr drauf an. Und dort landest du, im Keller. Die Laune sinkt, die Schuld steigt. Du landest genau dort, wo du auf keinen Fall hin willst. Dort, wo du weißt, dass jeder weitere Schritt nur ins Verderben führt. Du bist dir nichts mehr wert. Nichts ist für dich von Wert, wie auch. Es fühlt sich dunkel an, schwarz, auswegslos. Und die Gewohnheit, die Sucht, das Tun erscheint wie ein kleines Kuscheltier. Es erscheint wie eine Möglichkeit. Ein bisschen Licht, ein Fünkchen Menschlichkeit vielleicht, ein wenig Kontrolle im unkontrollierbaren Chaos der Gefühle. Und dann bist du dort und es wird ein klein wenig ruhiger, für einen kurzen Moment angenehmer. Du atmest ein und du atmest aus und du schließt die Augen. Ja, es wird wieder hell werden. Aber nicht in diesem Moment. Da ist es einfach dunkel und du legst dein Gesicht auf den Boden, auf den kalten Boden. Und dann, eines Tages, hat es Bumm gemacht. Ich erwachte. Und mir zu dem Bumm kannst du in diesem verrückten, wunderbaren, berührenden Buch lesen ab dem 1. Juli. Dort bin ich nicht mehr. Und wenn du noch dort bist, es gibt Hoffnung, verdammt. Ja, sehr schön. Ja, das war ein wunderbares Kick-off zu unseren 20 Tage, 20 Lesungen um 20 Uhr für 20 Minuten. Mensch, wir haben dieses Konzept so richtig voll durchgezogen. Und schau mal auf die Uhr. Ich habe noch gar nicht geschafft. Nein, dann schließen wir geschwind ab. Wir sehen uns morgen Abend um die gleiche Zeit mit einer neuen Autorin und mit einer neuen Geschichte. Und wir freuen uns sehr auf dich. Bis dann. Hey, schön warst du da. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.